Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Valorant Guide. Und heute soll es um den Agent Breach gehen. Breach ist ein Agent, der aus der Masse hervorsticht wie kein anderer, indem er aktiv und auch passiv gespielt werden kann. So kann man mit ihm sehr gut mit seinen Flashes pushen oder defensiv spielen. Somit ist er ein sehr guter Allrounder. Seine Fähigkeiten lauten wie folgt. Einmal Aftershock, das ist eine Fähigkeit, wo ihr einen Bereich hinter einer Wand clearen könnt. Ihr schießt also mit eurer Kanone, die sich in eurer Hand befindet, auf diesen Bereich und hinter der Wand wird dann dieser Bereich gecleared. Da wird jeweils dreimal sozusagen durch die Wand explodiert. Geschossen, wie auch immer ihr das formulieren wollt. Dazu beachten ist, dass es einen kleinen Delay hat, also ihr schießt das auf die Wand und der Gegner kann dann theoretisch innerhalb von ein paar Sekunden noch flüchten. Wenn ihr aber genau wisst, dass hinter der Wand sich jemand befindet, könnt ihr das zweierlei nutzen. Einmal natürlich, um den Bereich, falls er da bleibt, zu clearen und dass er halt stört, oder ihn zu zwingen, aus diesem Bereich zu fliehen und dann könnt ihr ihn natürlich abaimen. Als nächstes haben wir Flashpoint, wie das der Name schon sagt, ist das eure Flash. Ähnlich wie Aftershock ist diese zu benutzen, dass ihr die gegen eine Wand schießt. Das muss man ein, zwei Mal geübt haben, weiß dann aber, wie das funktioniert. Man hat auch wieder einen kleinen Delay, das muss man auch üben, aber ansonsten sehr stark zum Pushen oder wenn man gepusht wird. Zu guter allerletzt haben wir noch Frontline, unsere Fähigkeit, womit wir den Gegner stunnen können. Also eigentlich perfekt geeignet dafür, wenn man mit seinen Teammates pushen will. Dabei sollte man beachten, dass man, umso länger man diese Fähigkeit hält, den Bereich ändert. Also sie wird dann sozusagen länger. Das kann man zum Beispiel in der Minimap sehen. Und was auch noch interessant ist, diese Fähigkeit geht auch durch Wände. Und zu guter allerletzt haben wir natürlich noch unsere Ult Rolling Thunder. Sozusagen der große Bruder von Faultline, denn es ist ähnlich aufgebaut. Man stunt den Gegner und er wird auch noch ein Stück zurückgeschleudert. Sehr, sehr gut zum Pushen. Flash out! So, und jetzt sind wir in dem Spielweisen-Part angelangt. Bei Breach ist das so eine Sache, ich hätte jetzt hier gerne nochmal ein paar Lineups gezeigt, aber die Sache ist, macht das viel Sinn, weil die Sachen, die ich euch zeigen würde, die sind relativ selbsterklärend, deswegen will ich einfach so eine kleine, ja, wie soll ich sagen, so eine allgemeine Herangehensweise erklären. Wie gesagt, man muss ja irgendwie auch selbst seinen eigenen Spielstil finden. Aber wie ihr eben schon in diesen ganzen Vorstellungsclips gesehen habt, die dann zum Beispiel hinter den Text gelaufen sind, da habe ich einmal hier gestunt, also ich habe hier zum Beispiel den hier gemacht, da muss ja dann der Gegner pushen, entweder nach hinten oder nach vorne. In dem Fall ist er sogar hier schon rausgepusht. Wir hatten den Vorteil, dass hier noch ein Teammate war, also da schön der eine steht und haben den Gegner dann schön in die Zange genommen. Man kann hier alles stunnen, das habe ich ja auch ein paar Mal gemacht, mit denen hier. Dann können sie, also nach vorne pushen ist dann sehr, sehr schwierig, weil dann habe ich sie halt sofort. Also fliehen und da war ja in dem Clip dann die Situation, dass sie schön nach hinten geflohen sind und ich konnte halt einen schönen Double Kill machen. Das ist was ganz Feines. Und einen allgemeinen kleinen Trick noch, der wäre, man kann mit Breach und einer Jett zum Beispiel, Raze theoretisch auch, aber Jett ist eigentlich am besten, kann man ein paar geile Kombinationen gerade am Anfang machen, auch in so einer Pistol Round, muss nicht unbedingt sein, aber Pistol Round ist glaube ich am besten, weil da haben die Gegner nicht wirklich was gegenzusetzen. So, pass auf, wir sehen hier diesen Bereich, wir hören die sogar vielleicht pushen, unsere Jett platziert sich hier, Jett hat ja einen Dash, nimmt sich eine Frenzy oder irgendwas anderes. Frenzy ist halt gut, man kann halt schön spammen. Und dann können wir hier aufladen. Wir warten halt, bis die Mauer unten ist am Anfang der Runde. Und dann stunnen wir die. Jett dasht rein und tötet vielleicht den einen oder anderen. Da kann man halt hier nochmal kurz warten, ob man Steps hört. Oder man kann halt, man kann auch zum Beispiel, was ich immer ganz gerne mache, mit einem Messer hier so stehen. Und ganz kurz hier so rumgucken. Das kann man ein paar Mal machen, bis die Gegner das gecheckt haben und dann hier zum Beispiel auch abaimen oder so. Wenn sie gut sind, dann kriegen sie dich halt. Wenn nicht, dann hast du halt Glück gehabt. Ja, das sind so ein paar Tricks oder Spielweisen, die ich auf jeden Fall einsetze. Wenn die Gegner halt pushen, dann kann man halt auch das hier ganz gut machen. Dann kann man ein bisschen nach hinten gehen oder kann das halt noch
kann das halt hier noch kombinieren. Zum Beispiel, das wäre jetzt ein bisschen doof, wenn ich jetzt meinen Rücken zu denen kehre, weil da können sie mich töten. Aber unwahrscheinlich in der Situation, ganz ehrlich, dass der Gegner hier durchpusht, weil er sieht ja, er kriegt dann ordentlich Schaden. Da muss man natürlich dann aufpassen, wenn der Gegner schon zu weit vorne ist. Und du brauchst ja auch ein bisschen, um, sieht man ja, diese Animation, die braucht ein bisschen, bis die überhaupt ready ist. Und wenn der Gegner schon hier ist und du willst es einsetzen, ja, dann bist du weg. Deswegen, wenn du den hier vielleicht schon steppen hörst und du, das sind mehrere, kannst du dich auch so in Sicherheit bringen. Oder vielleicht siehst du den denn hier und kannst nochmal eine Flash hinterhauen. Zack, zack, zack. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Also ich nutze das sehr gerne zum Verteidigen und zum Pushen. Breach ist halt so ein geiler Allrounder, ja. Da kann man halt schön verteidigen, man kann auch schön angreifen. Das ist nicht so ein Agent, wo man sagt, okay, bei einer Killjoy, die hat auch ihre Vor- und Nachteile, wie jeder Agent. Aber ich finde, Killjoy ist so... Und auch, bleiben wir mal bei Killjoy. Killjoy ist halt so auf Defense irgendwie getrimmt, ja. Klar, mit ihrer Ult kann man auch sehr gut pushen, ja, wenn man die jetzt gut platziert. Und man kann halt mit seinem Roboter halt hier mit seinem Boom, mit Boom wird es was anderes, sorry. Der Race Main, man kennt ihn. Mit seinem Bot kann man halt zum Beispiel auch von hinten das gut sichern, ja. Dass man nicht flankiert wird. Aber da finde ich halt, Breach ist wesentlich flexibler und schöner. Da kann man halt hier auch wieder was machen. Ups. Natürlich eh. Den hier. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man sich da ausdenken kann. Man kann sich bei jeder Map mal so ein bisschen was angucken. Kann hier auch. Obwohl ich finde, hier muss man halt wieder aufpassen, dass die Gegner auch wirklich schon hier sind, weil meistens stehen sie denn hier an den Ecken und warten, und wenn man denn das denn hier schon am Anfang der Runde verballert, dann hat man ja auch nichts irgendwie gewollt, und dann können sie halt pushen, dann ist schon mal eine weg. Was ich aber allerdings noch dazu sagen muss, dieser Charge, dieser Stun, den kann man schon am Anfang der Runde einsetzen, natürlich nicht sinnlos, schon bedacht, weil der lädt sich ja natürlich wieder auf. Damit man den am Ende der Runde zum Beispiel, ja, für, wenn da geplantet wurde jetzt von den Gegnern, nochmal mit seinen Teammates pushen kann. Aber, keine Ahnung, gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja, so viel dazu. Falls ihr nochmal irgendwie doch Lineups haben wollt, dann suche ich euch da gerne ein paar Spots raus für die meisten Maps. Und ansonsten danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.